Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge Österreich-Ungarn. Bin mir sicher. Also egal, was jetzt diese Folge passiert, es ist die letzte Folge. Wir haben eigentlich alles erreicht. Deutschland wird Denmark fallen. Ihr könnt rufen, wenn ihr wollt. Kroatien ist eh schon gefallen. Die Türkei wird Denmark fallen. Deutschland wird Denmark fallen. Mexiko hat eigene Probleme jetzt, wie man hier sieht. Da ist auf einmal ein Civil War ausgebrochen. Ich weiß nicht genau wie und warum. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd gelaufen für die Mexikaner hier. So, USA, Asien läuft super. Wir tun hier die Deutschen komplett wegdrängen aus USA, Asien. Ne, seht ihr, das ist USA und Asien in Kombination. Wir haben 4600 Factories. Ich habe so viele Factories, ich weiß nicht wohin mit denen allen. Was jetzt hier eigentlich generell aktuell läuft, das ist eine komplette Vernichtung der Deutschen. Verluste 3,56 Millionen gegenüber 1 Million. Die meisten Verluste habe ich Deutschland zugefügt, nämlich 2 Millionen. So, die Deutschen werden jetzt demnächst auch ihre Hauptstadt verlieren. Die Türkei wird auch demnächst ihre Hauptstadt verlieren. Ich glaube, Istanbul war die Hauptstadt, oder? Oder Ankara? Ne, Ankara war die Hauptstadt. Die wird jetzt auch demnächst fallen. Dann ist das türkische Empire auch gleich Geschichte. Ist schon gefallen, ging jetzt ziemlich schnell. Okay, Izmir ist die nächste Hauptstadt. Okay, ganz so schnell geben die Türken doch noch nicht auf. Surprise, surprise. Ja, hier Austria-Ungarn, das Territorium ist sicher. Aktuell noch. Wir müssen da gucken, dass wir halt, wie gesagt, Greater German Reich hier möglichst schnell wegkriegen aus den USA. Wenn wirklich. Und dann halt uns anderen Zielen zuwenden. Mexiko wollte irgendwas machen. Ich habe das scheinbar irgendwie gegeben oder auch nicht. Okay. Mexikanische Junta ist leider stärker als Mexiko trotz allem, muss ich gestehen, zu meiner Unzufriedenheit. Deutschland hat angeblich um die 600 Divisionen, aber wie gesagt, die werden hier schön zurückgekugelt. Luftüberlegenheit gehört überall mir, außer hier, in den zwei Regionen. I don't like it, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Das Wichtigste ist halt einfach, dass wir Deutschland einmal dorthin zurückschubsen, wo sie hergekommen sind, nach Germanien. Ist ein komisches Gefühl, wenn man sonst immer deutsche Kampagnen spielt und jetzt auf einmal gegen Deutschland, ne, das ist mal was anderes. Ja, das eine, was ich schon mal machen könnte, ist, ich könnte die hier nehmen, die hier, und schicke die schon mal hier gegen Mexiko in die Front, so. Da ist natürlich ein bisschen, bis die alle ankommen. Wie schaut es hier aus? Greater German Reich ist da eingebunkert. Legendäres Bulgarien hier unten. Haben wirklich lange einen guten Stand gehalten, muss man hier lassen. Aber jetzt fallen sie hier auch nach und nach. Hier natürlich keine Chance. Da fehlt ihnen Manpower, Erfahrung, Klasse, alles. So, Deutschland weiß es langsam, es geht um alles. Ja, die Fronten verhärten sich hier. Aber letzten Endes wird auch Germania wahrscheinlich demnächst fallen. Meine Divisionen sind einfach zu stark. Hab halt auch sehr erfahrene Generäle. 8 gegen 6. Ja, der Erich von Manstein, der alte Sack. Außerdem haben wir Luftüberlegenheit. Das ist halt das Wichtigste, Luftüberlegenheit. Ja, die Deutschen haben wirklich überhaupt gar keine Chance, was Luftüberlegenheit angeht. Ihr seht das hier immer. Flugzeuge ohne Ende. Wie viele Flugzeuge hat Deutschland eigentlich aktuell noch? Ja, jede Menge, aber nicht genug. So, die Türken sind eigentlich schon Geschichte, mehr oder weniger. Die halten da noch irgendwie Stand. Wie genau, weiß keiner. Respekt an Deutschland. Und Respekt an die Türkei. Und dann Respekt an alle anderen in diesem komischen Bündnis. Die wirklich so tapfer und wacker auch kämpfen. Aber die Türkei sollte jetzt Geschichte sein eigentlich. Ja, immer noch nicht. Jetzt verwirrt er mich aber ein bisschen hier. Hat jetzt die Forschung einen Auftrag gegeben? Ja, Türkei. Tatsächlich, die haben echt noch zwei... Jetzt sind sie aber gleich weg, oder? Naja, egal. Die werden gleich Geschichte sein. Deutschland, da ist der Kampf um Germania entbrannt. Auch Berlin genannt. Nennt man jetzt allerdings Germania, klingt cooler. Deutschland verliert alles, was sie verlieren können. Die haben jetzt auch schon... Okay, Türkei hat endlich kapituliert. Ja, die Deutschen haben 18% Warscore noch, haben natürlich noch ihre Hauptstadt und die wichtigen Siegpunktstädte in den Niederlanden. Hamburg haben sie noch, aber das war es eigentlich auch schon mit den Deutschen. Und auch sonst verlieren sie überall Gebiete und Territorium. Ja. Germania, da ist Germania, da steht eine deutsche Division. So viel zum Thema Kampf bis zum letzten Mann. Ich meine, klar, die haben schon 20%, haben kaum noch Manpower. Factory-technisch ist es auch ein Unterschied, ob man insgesamt 5000 hat oder, naja, 700. Ich möchte nicht sagen, ich hätte einen kleinen Vorteil, aber ich glaube, ich habe einen kleinen Vorteil. Aber noch hält Germania stand. Okay, ich nehme es zurück.
Deutschland fällt jede Sekunde. Und ich komme nicht mal dazu, meine Atombomben auszuprobieren. Ich habe 26 Stück. Ich komme nicht mal dazu, die auszuprobieren. Es ist eine Schande. Es ist eine Schande, Leute. Ich sag's euch. Das Greater German Reich fällt. Wie die fliegen. Hamburg ist die neue Hauptstadt. Nein, nicht mehr. Deutschland surrendert. Das ist das Surrender-Theme. Es hängt. Es passiert nichts. Das heißt, Greater German Reich hat surrendert. Das heißt, ich habe auch alle Gebiete, die dazugehören. Ist doch schön, oder? Ist doch eine hübsche Ansicht. Wenn wir nur noch wissen, wie man das Interface ausblendet, dann könnte ich einen Screenshot machen für die Kampagne. Ich werde es herausfinden. Ich werde es herausfinden. Das Einzige, was wir jetzt machen, dadurch, dass ich jetzt natürlich lauter Divisionen habe, die nichts zu tun haben, schickt man die alle mal nach hier hin. Und die schickt man einmal alle hier hin. So. Dann gucken wir mal. Wir gucken jetzt, dass wir die Folge noch irgendwie durchbringen hier. Könnte noch Schweden noch erobern. Warte mal, kann ich nicht. Man, ist jetzt auch egal. Ich will einen schönen Screenshot machen am Ende. So für Thumbnail. Und zwar Country Annexing Tool. Sweden. Warte mal ganz kurz. Nee, Schwan. Muss anders machen. Österreich, Ungarn. Annexing. Sweden. Nee. Jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht. So, ich wähle mich aus. Ne, hier, Annexing. Okay, so, jetzt annexe ich Sweden. Ne, funktioniert irgendwie nicht. Wie funktioniert denn das? Unmark all selected country. Ach nee, ah, warte mal. Und die, wer kriegt die jetzt dann? So. Ne. Ich verstehe nicht, wie das funktioniert mit dem Politics-Tool. Mit dem Country State Managing Tool, was ist das? Das bringt mir auch nichts, ne? Das macht auch nicht das Transfer Ownership. Mark State. Transfer to this country. Ja, das funktioniert. Warte mal. Ja, das hat ja super funktioniert. Warum denn jetzt Deutschland? So, jetzt quasi ich mag, hier mag, ne, doch, geht das, mehrere? Ah, okay, guck mal, pass auf, so. Mag. Gute alte Mark, so, und jetzt? Ich meine, das bin ja ich hier, ne, so. Da habe ich Spiel kaputt gemacht wahrscheinlich, wie ich mich kenne. Ne. Ja, das sieht doch schon besser aus hier, so jetzt. Pass auf. So, ne, dass wir auch ein schönes Thumbnail später machen können, so. So, sieht doch schon deutlich besser aus hier. Wunderbar. So, tut doch nicht zur Sache. Was machen wir jetzt hier noch? Komm, ein bisschen trollen, die letzte Folge. Dann würde ich sagen, State Managing Tool machen wir aus. Dann machen wir jetzt wieder Politics Tool. Und dann würde ich sagen, Peru kriegt eine Civil War. Genau. Mexikanische Junta bekommt noch eine Civil War. Ne, geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht. Die leaven die Faction von der Achse, weil sie die Deutschen nicht mehr mögen. So. Genau, ganz toll. So muss es sein, so macht Spaß, ne? So, was ist das hier? Die Peru Independence. Warum haben die österreichische Flagge? Man weiß es nicht. So, hallo. Sieht auch schön aus. Also das gefällt mir am besten hier, die Übersicht. Ich komme mir so powerful vor. Das Einzige, was mir ein bisschen stört, sind diese hässlichen Flecken von der Bourbon-französischen Vanille hier. Aber okay, da kann man nichts viel dran machen. Ja, die Franzosen wollen irgendwas geben. Die haben hier irgendjemanden als Feind mit reingerufen. Brasilien. Willst du das so machen? Willst du das einfach mal ein paar Länder mit in unsere Faction reinholen? Hier, pass auf. So, Invite to Faction. Hallo. Hallo und herzlich willkommen im Krabbenreich. Call to Arms in allen Kriegen. In den drei ungarischen deutschen Kriegen. Tun wir die alle mit reinrufen. So. Sind die stark? Naja, es geht. Aber besser ist nichts. Besser ist nichts, ne? Truppen sind hier noch keine da von mir. Greater German Reich ist schon Geschichte quasi. Die erobern hier brav für mich Gebiete. Wunderbar. Hallo. Ja. Ja, schaut doch ganz gut aus. Also aus irgendwelchen Gründen ist die Achse auch weiß, aber
Gut, schaut trotzdem ganz gut aus. Ich würde fast schon behaupten. Wir haben die Kampagne gewonnen. Ich werde es hier auch gar nicht weiter unnötig in die Länge strecken. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ihr hattet Spaß. Wir sehen uns zu einer neuen Kampagne, neuen Videos, neuen Abenteuern und Erlebnissen. Macht's gut. Tschüss.